Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hier weiter mit der Wildkirch-Story. Während die Anzahl der Weltvermächtnismonster im Friedhof steigt, erhöht sich die ATK von Auram, der Wildkirch-Schwertkämpfer. Also musst du dich so schnell wie möglich um ihn kümmern. Aber keine Panik, falls du ein Link-Monster mit einem Effekt oder durch Kampf zerstört, während Verderbnis des Weltvermächtnisses auf dem Spielfeld ist, wird das Weltverdächtnismonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder von Deck beschworen. Und du wirst gezwungen, weiter zu kämpfen. Also sei vorsichtig. What? Ich bin mega verwirrt. Hä? Was? Das ist... Was habe ich hier für Karten? Das ist ein Spielfeld. Du kannst ein normales Monster mit 0 ATK oder Death in deinem Friedhof wählen. Oder falls du Prinzessin Kölnisch kontrollierst, kannst du stattdessen zwei solche Monster wählen. Beschwöre eins mit demselben Namen wie das gewählte Spezialbeschwörer von deinem Deck als finsteres Monster der Stufe 6. Du kannst diesen Effekt von Puppenstürmen oder einmal pro Spielzug, wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff degradiert, du kannst einen Großfall, den du kontrollierst, das Material anhängen. Das ist gleich beendet. Ich aktiviere diese Puppenstube erstmal. Ja gut, der Masonnet. Okay, wir beschwören erstmal dich. Damit du nämlich in den Friedhof gehst. Weil dort kann ich dich für die Felszauberkarte brauchen. Genau, jetzt kann ich die... Ne, die heißt nicht Kölschisch. Ich habe auch niemand anders mehr. Okay, spielen wir den, weil wir dann gleich nochmal ein Monster uns auf die Hand legen können. Nehmen wir den da vielleicht? Ich kann mir den jetzt hier da rausholen. Nichts. Muss glaube ich nicht zwingend der sein. Wir aktivieren jetzt einfach mal das da. Ich kann sie selber wieder rausholen. Okay. Und jetzt ist sie Stufe 6. Sehr interessant. Ich weiß gerade nicht so ganz, was mir das bringen soll. Gut.
shit. Zwei Monster mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das sind ja zweimal dieselben. Oder eben zwei Weltkelchmonster. Dann nehme ich den da. Ich weiß nicht, ob das optimal war, was ich hier getan habe, ja. Jetzt habe ich zwei von denen gleichzeitig auf dem Feld, was irgendwie suboptimal ist. Aber können die beide mir einen von der Hand beschwören lassen, aber ich habe doch gar nicht so viel auf meiner Hand. Ich bin auch wirklich mal wieder richtig, 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 richtig schlau. Dann können die alle von der Hand beschwören, weg. Bitte. Ja, kein Plan. Ich glaube, das war jetzt echt nicht so schlau. Hallo Katze. Katze ist jetzt bei mir. Mal schauen. Vielleicht muss er das Deck besser als ich. Ich habe, glaube ich, aber etwas zu viele von denen gemacht. Weil, like. Ich könnte eh nichts mehr von der Hand nehmen. Hätte ich den Friede mal angeschaut? Da habe ich spontan gerade gedacht. Den habe ich glaube ich noch nicht entdeckt. Okay, ja, danke. Bounce. Das sind ja die, die die Crawler losgeschickt haben. Ein normales Monster. Ah. Aber da ist doch ein normales Monster drin. Ach so. Ich check schon mal, wo ein Monster hin zeigt. Was seid ihr? 4. 6 haben wir hier aber auch. Ich weiß gerade nicht, wie ich über den sein Monster rüberkommen soll.
Oh, ich kann nur sie selber beschwören. Ich kann Weltkirchmonster von meiner Hand beschwören, wie ich mir das. Nicht so wirklich. Ich meine, klar, ich könnte sicherstellen, dass ich ihn beschwören kann. Das hilft mir, glaube ich, auch nicht. Ich habe irgendwie nichts, was stark genug ist. Ich glaube, die Runde wird nicht verlieren. Ich habe leider keine Ressourcen mehr. Das war weg. Oh, da hat er mich besiegt. Wer hätte es gedacht? Okay. Ach so, okay. Ja. Gib mir. Ach so. Ich pause sie mal kurz. Also. Machen wir weiter hier. Jetzt möchte ich natürlich gewinnen und nicht verlieren. Logischerweise. Du hast ein Material von... Wer ist denn Prinzessin Költlitsch? Die da. Ja, aber die ist doch Rank 4. Zeitmonster Stufe 4. Warum sind die alle 1? Du bist nur 4. Aber du bist nicht 2 Monster, du bist 1 Monster. Ich verstehe nicht. Kommt mir irgendwie wie echt eine richtig schlechte Hand vor. Aber warte mal, ich hätte eine machen können eigentlich. Aber der kann, glaube ich, kann er nicht nur Weltkelchmonster beschwören? Ja. Ich habe keins auf der Hand. Wow. Ja. Er kommt mir irgendwie ein bisschen stärker vor. Mit seinem Pferdchen. Ja, die haben aber auch nicht alle genug Attacker. Die
sind ja doch alle. Ich meine, die ist Stufe 4, okay. Ich bin definitiv etwas überfordert. Ja. Okay, Albtraum Cerberus. Oh, was? Okay. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es gedacht habe, aber gut. Okay. Das sind beides Weltkirchenmonster. Der Effekt funktioniert aber nicht, weil ich kein Weltkirchenmonster mehr habe. Ja, so irgendwie alles ein bisschen bescheuert. Warum kann ich denn seinen Effekt nicht hören? Oh, oh mein Gott, Alter, es geht nur mit Weltkelchmonstern. Hätte ich das gewusst? Ja, na gut, ich kann das von dort nach da fahren. Eigentlich ist es auch irgendwo irrelevant. Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass noch ein weiteres Weltkelchmonster dort ist, wenn ich... Nicht so wirklich. Ich kann nur das dafür nutzen und das dafür und so. Haut also nicht so ganz hin. Ich meine, klar, jetzt kann ich den zerstören, um irgendwen anders zu holen, aber ja. Das hilft nicht wirklich. Den kann ich locker zerstören, oder? Oder ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob das so sinnvoll war, egal. Ah, mein Gott, Alter. Ja, danke. Da hätte ich nicht das, sondern das andere zerstören sollen. Ah.
Guck mal, ich hab doch keine Ahnung. Jetzt, wenn ich mich auskenne. Ich meine, ich glaube, die Zauberkarte hätte ich da lassen können, weil sie eigentlich nichts gebracht hat. Aber er hatte ja nicht wirklich Weltkelch-Monster auf dem Feld. Weil im richtigen Sinne zählt sie nur für Weltkelch-Link-Monster. Wenn ich das richtig gelesen hatte, aber. Ah, so. Mein Gott, Alter. Ja, Wiedergeburt. Das ist gar nicht mal schlecht. Schwören wir erstmal das hier. Und dann wiedergeburten wir. 2500. Der hat 3000. Und der ist 4. Warum nehmen wir den da? Jetzt habe ich vielleicht eine Chance. Wow. Ja. Oh, und die haben keine unterschiedlichen. Egal, der ist auch auf 0. Mein Gott, ist das alles kacke. Okay, ich glaube, jetzt bin ich tot. Dass er auch genau die richtige Karte zieht. Die eine einzige Karte, mit der er mein Board jetzt auf einen Schlag wegmachen könnte. Genau die hat er natürlich. Natürlich. Warum sollte er das denn auch nicht haben? Klar hat er das einzige Out in dieser Situation, ja. So schaut's aus. Oh, okay, das liegt in meinem Weg auch drin. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Beschwören wir mal einen Stufe 4er vom Weltkelch. Auf die Hand nehmen möchte ich das. Achso, ich kann nur solche auf die Hand nehmen. Nur Stufe 1er. Interessant. Okay. Den Effekt von Pokenglück möchte ich definitiv noch benutzen. Aber erst später. Aktuell haben wir eine extra Normal Summon für Weltkelchmonster. Also wollen wir die auch nutzen. Lassen wir den auch nach. Ah.
Eine Kiste voller Freunde. Das ist die Karte, okay. Okay. Jetzt aktiviere ich diese Karte hier und zerstöre ihn hier? Genau, und jetzt kann ich diese Karte nutzen. Ja, okay, nee, das ist nicht wirklich mehr wert. Oh lol, ich kann nicht mehr in Weltcache Place gehen. Wenn die Skala ist, du kannst ein Friedhof wählen, beschwöre es als spezifisch. Okay. Okay. Keine Ahnung, er kriegt ja wieder Ressourcen davon, wenn der... What? Bleibt der da? Ich weiß nicht. Ich bin selber leicht verwirrt. Okay. Ah ja, stimmt. Er baut ja andere Karten als ich. Du zerstörst nicht meine Karten, ja? Die werden einfach alle wiederkommen. Hä? Mehr als eine? Ja, okay. Ja, dann wird er wahrscheinlich noch ein anderes Link... Ne, kann er gar nicht. Ich gebe ihm keine Pfeile und er selber gibt sich auch keine Pfeile, weil der zu mir zeigt. Also kann er jetzt... Ach doch, stimmt. Er kann natürlich ihn benutzen. Daran hätte ich, habe ich jetzt spontan nicht gedacht. Ich dachte, damit bounced er jetzt wen weg, aber anscheinend. Warte, was bringt die jetzt? Okay. Ja, damit kannst du jetzt das Stärkere bauen. Das wird definitiv ein bisschen wehtun. Das ist wäre ganz was anderes. Ah ja.
Okay. Das ganze Feld voll mit Monstern. Hä? Ein normales Monster außer Spielmarken. Darf ich damit nicht mehr Special Summon oder sowas? Oh. Oh, okay. Aber die Karte lässt sie ja wieder kaputt gehen. Ja, das ist ja dumm. Mehr oder weniger. Es ist zumindest etwas limitierender, als ich es erwartet hätte, so ganz spontan. Also, er hat nichts. Jetzt muss ich einfach nur genug Damage assemblen und dann können wir reingehen. Gehen wir den da. Hauptsache, ich kann einen beschwören lassen, wenn ich den wegmache. Ja, komm, nehmen wir den da. Ich meine, wir haben jetzt irgendwo schon. Wir könnten jetzt noch die beiden hier nehmen. So, und das war's dann. 2000. Ja, das war genug, ATK. Oh mein Gott, Alter. Okay, wir machen das jetzt nochmal schnell mit Eldlich. Ja, mit Eldlich, den goldenen Lord. Dann kriegen wir 200 Edelsteine. Haben wir so viel Edelsteine noch Platz? Ja, haben wir, okay. Möchte nur auf Nummer sicher gehen, ja, weil sonst wäre das ja ein bisschen gefährlich. Einmal mit Eldlich dagegen ankommen. Okay. Ich kann alles zerstören, was er... Dann spielt er wieder eine einzige Karte. Ja. Jo, der wird dann mal sagen, tschüss damit. Ich aktiviere doch... Ach so. Ach so, das ist ja ein verdecktes Monster da. Okay.
Ja gut, mein First Play hat auch nicht so gut funktioniert, weil ich kann endlich, aber der kommt noch, der kommt noch. Keine Zauberkarten für dich. Es ist scheißegal, was die Karte macht. Keine Zauberkarten. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, weil da kann immer noch einen spielen, ja. Ah ja, gut. Hätte ich vielleicht noch warten müssen. Oder warten sollen, besser gesagt. Ja, das war definitiv suboptimal, ja. Ja, kannst du noch ATK kriegen. Aha. Oh. Stimmt, der war ja sowieso annulliert. Da steht der Golden Lord. Also ich formuliere es mal so, das ist gar nicht so ein Schaden für mich, wie du vielleicht jetzt denkst. Aber okay. Ich bin der Vogel. Oh. Ich dachte, er geht auf meine Hand. In meinem Deck, das ist schon ein größeres Problem. Shit. Ich wusste nicht, dass der einen Friedhofseffekt hat. Obwohl, er hat 1000 Schaden. Also war doch vielleicht gar nicht so schlecht. Conquistador, da, man. Ash. Ash. Wow, ich kann mit der literally nur Linkspider bauen. Was nicht wirklich hilft. Wow. Oh, das, der hat mich gerade wirklich etwas aus der Ruhe gebracht, dass er mir mal endlich ins Deck gehauen hat. Da hilft er mir nämlich so überhaupt nicht. Oh mein Gott, Alter. Ich reg das jetzt schon wieder auf, weil ich eigentlich dachte, das sollte easy sein gegen das Scheißteil. Hätte es eigentlich auch sein sollen. Aber da meint es wieder, dass es nicht easy ist. Warum auch immer es immer meinen muss, dass es nicht easy ist. Es sollte vielleicht einfach easy sein, Mann. So, du kriegst gleich einen Eldritch in die Fresse. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und dann sind deine Monster auch weg. Und da tust du nichts mehr gegen. Macht er das eigentlich gezwungenermaßen oder macht er das freiwillig, dass er den immer beschwört? Er kann gerne die ganze Zeit 1000 Lebenspunkte zahlen. Aber es ist halt ältlich auf dem Feld. Und der wird ja jetzt erstmal bleiben. Ja, gerne. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Ich soll sagen, aber naja.
Ich wollte die gerade nicht mal zerstören. Ich meine, ich wollte grundsätzlich schon eine Karte zerstören, aber vielleicht nicht die. Oh. Okay, interessant. Dafür bräuchte ich 3 Monster. Und die sind nicht vom gleichen Dingens. Das hätte ich sogar noch annullieren können, ich Depp. Naja, jetzt ist es eh zu spät. Ah, ja, mach ich wieder weg. Zumindest ist sie gleich wieder im Friedhof. Ach ja. Warum mache ich das jetzt? Keine Ahnung, ich klicke einfach Knöpfe, ja. Hä, wo ist der, mit dem er sich immer 1000 Schaden macht? Achso, der ist noch auf dem Feld. Ja, keine Ahnung, wie du willst. Okay. Machen wir den da weg, weil wir den kommen nicht drüber. What? Dein Ernst? Du wolltest es nicht anders. Heilfestung. Ja. Okay. Du kannst gerne... Ich kann gerne noch öfter angreifen, ja, und dir noch mehr Schaden machen. Stört mich überhaupt nicht. Ach so, ja. Er von mir aus beschwört dann halt. Ist er jetzt auch noch beschwören? Egal, zerstören wir meine Elfe. Warum zur verfickten Hölle ist das wieder jemand, den man nicht targeten kann? Warum, Mann? Bewerten nicht, vergessen und ciao.